warum ich vor 5 Monaten das erste Mal so richtig angefangen habe, in meinem Leben zu kochen, wie das Ganze zustande kam und warum das Ganze Haute Cuisine heißt, seht ihr nach einem Mini-Intro. Bis gleich. Wunderschönen guten Tag, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid alle gesund. Heute mal wieder ein Video von mir und zwar geht es heute um mein Twitch-Format, nennen wir es mal, Haute Cuisine. Ich dachte ganz am Anfang, muss ich wirklich gestehen, dass jeder, der irgendwie einen YouTube-Kanal hat, auch einen Instagram-Kanal hat, auch einen Twitch-Kanal hat, so irgendwie, wenn man selbst in diesem ganzen Ding drin ist, denkt man natürlich, jeder hat das auch und jeder muss das kennen, ist natürlich Stuss. Und mich auch immer mal wieder Menschen gefragt haben, warum ich auf YouTube so kurze Kochvideos hochlade. Ne? Diese kurzen Videos sind einfach Zusammenschnitte von einem viel, viel längeren Stream. Um jetzt mal ganz zurückzuspulen, wie das Ganze zustande kam. Ich habe angefangen auf Twitch zu streamen, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Angefangen hat es mit Zocken, so wahrscheinlich wie viele auf Twitch. Ich habe aber immer eigentlich nur gezockt, um zu streamen, weil ich einfach Bock hatte zu streamen. Irgendwann kam mir die Zeit, dass ich einfach gar keinen Bock mehr hatte zu zocken. Und somit ist natürlich auch das Stream ein bisschen hängen geblieben. Ich habe mir oft überlegt, was soll ich machen, aber alles war irgendwie so krampfhaft. Und ich habe immer gesagt, ich muss irgendwas machen, was mir Bock macht. Somit habe ich schon ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate gar nichts gemacht, gar nicht gestreamt. Dann mal wieder irgendwie nachts gedacht, oh komm, wir machen den Stream an. Und irgendwie kam mir dann auf die Idee, irgendjemand hat geschrieben oder ein paar Leute haben geschrieben, so ey, wie sieht es eigentlich aus mit Kochen? So, willst du nicht mal kochen, streamen, wir quatschen, wir haben eine gute Zeit. Eigentlich eine super geile Idee. Ich war zu der Zeit auf jeden Fall ganz weit oben bei Lieferando. Ich war ganz weit oben bei draußen essen gehen. Bedeutet, meine Küche war nonstop ungenutzt, aber trotzdem wurde jeden Abend geguckt, ob der Herd richtig aus ist. Wer kennt es? Und ich habe dann irgendwie auch die Tage danach direkt mir überlegt, was ich kochen will. Und so eine der wenigen Dinge, die ich gekocht hat oder kannte, oder auch eins meiner Lieblingsmahlzeiten tatsächlich ist, war Lasagne. Und dann habe ich gesagt, ey, ich gehe mir Zutaten kaufen für Lasagne, verkabel alles in der Küche. Darf man natürlich auch, Leute, die nicht streamen, denken mal so, okay, da boxt man schnell irgendwie was an oder stellt da eine Kamera hin und gut ist. Das ist ja immer eine Action mit Beleuchtung und Verkabeln und Kameras. Man hat zwei Kameras, eine Frontalkamera, eine Close-Up, so, ne? Also es ist immer Action, aber es macht der Bock, so, ne? Das heißt, Küche verkabelt, Kameras aufgestellt, hier bim, bam, bum. Und das erste Mal lang gekocht, Lasagne. Und das war, soweit ich mich erinnern kann, Ende Juli. Bedeutet, ich koche jetzt ungefähr 5 Monate. Und davor war Kochen für mich irgendwie so, ey, allein für mich zu kochen, in der Küche zu stehen, danach abspülen, dies, das. Es war einfach zäh. Überzähl. Und gerade in einer Stadt wie in Berlin, wo man sagt, ey, man kann für wenig Geld draußen essen gehen, man kann sich alles bestellen, egal welche Uhrzeit, war natürlich Kochen gleich null. Aber ich habe eher in meinem Leben so gut wie nie gekocht. Für mich gibt es eigentlich aktuell, ich schaue gar keinen Fernseher mehr so, aber auch schon eine ganze Zeit lang. Seit ich eigentlich auf Twitch aktiv bin, ist so Twitch für mich das Fernsehen. Ihr könnt dort schauen, was ihr wollt, egal ob jemand auflegt, egal ob jemand draußen irgendwie rumläuft, oder zocken, egal, ihr könnt danach suchen, ihr könnt Leute suchen, auf die ihr Bock habt. Für mich auf jeden Fall Fernsehen 2.0, die Mühle hier ist dauernd aus, außer man guckt mal irgendwie Amazon Prime oder Netflix, dann hat man den Fernseher an, aber sonst ist für mich wirklich Twitch das neue TV 2.0. Außerdem findet ihr auf Discord, ist auch in der Videobeschreibung, meine ganzen Rezepte, die ich koche, die Bilder, die meisten von den Gerichten, die wir kochen. Wer Discord nicht hat, das ist einfach auch eine Plattform, die kostenfrei ist. Da könnt ihr vorbeischauen, wo man sich halt auffällt, wenn der Stream nicht aktiv ist. Das heißt, da schreiben auch Leute untereinander, tauschen sich aus oder verabreden sich zum Zocken. Auf jeden Fall auch eine geile Sache. Genau, und so war die kurze Geschichte, wie die Haute Cuisine zustande kam. Und der Name Haute Cuisine war mir auch eigentlich direkt im Kopf. Bevor ich den ersten Stream gemacht habe, habe ich überlegt, wie könnte ich das nennen so. Und ich fand irgendwie, Cuisine ist eh irgendwie ein geiles Wort, geil auszusprechen. Und natürlich, weil ich absoluter Noob bin, irgendwie. Und die Küche natürlich auch jetzt keine krasse Küche ist. Einfach Haute Cuisine fand ich einen geilen Namen. Seitdem ist es, also seit Tag 1 ist es meine Haute Cuisine. Und natürlich wäre auch mal eine Küche geil mit einer Kochinsel. Da hätte ich natürlich vor einem Jahr oder so auch nicht drüber nachgedacht, dass ich mir wirklich mal eine Küche, eine richtig geile Küche mit einer Kochinsel wünschen würde, in der wir einfach immer kochen könnten. Wobei natürlich dann der Name Haute Cuisine auch nicht mehr ganz so passen würde. Aber lange Rede, kurzer Sinn.
Das auf jeden Fall mal kurz zu der ganzen Entstehung. Wie kam das zustande? Warum koche ich auf einmal? Viele Leute schreiben mir so, ey krass, wie lange kochst du schon? Ich koche seit 5 Monaten, Leute. Ich koche seit 5 Monaten. Das erste Mal so richtig in meinem Leben. Wow, ich habe früher vielleicht mal so irgendwelche Schupfnudeln reingemacht oder mal Maultaschen oder so angebraten. Aber so richtig kochen, dass ich mir ein Rezept aussuche, so wie ich es immer noch aktuell mache. Ich gehe auf Chefkoch, guck auf was ich Bock habe, check mir das Rezept, die Zutatenliste, gehe einkaufen. Und so ist aktuell noch der Ablauf so. Wahrscheinlich in ein paar Jahren oder wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ich einfach mir irgendwelche Rezepte kreiere. Aber aktuell finde ich es einfach geil zu lernen, Dinge nach Rezept zu kochen. Natürlich, man verfeinert immer ein bisschen, macht ein bisschen Gewürze dran, dies, das, die jetzt da nicht draufstehen, ganz normal. Auch nochmal zurückzukommen auf Discord und die ganzen Plattformen, die ich vorhin erwähnt habe. Dort können die Leute natürlich auch Rezeptideen, auch ihre eigenen Gerichte posten. Ne? Wer jetzt das Video hier sieht und sagt, er hat aber trotzdem eine geile Idee, kann natürlich auch hier in die Kommentare einfach mal ein Gericht schreiben, was ihr sagt, das ist euer absolutes Lieblingsgericht, wo ihr sagt, das muss man gekocht haben. Kurzer kompletter Sprung, gestern meine erste Marmelade erzeugt. Meine erste selbstgemachte Marmelade gestern, dachte ich früher auch, okay, Marmelade gibt es immer nur im Regal im Supermarkt. Deshalb gestern meine erste Ananas-Minze-Marmelade, schmeckt super krass. Wer auch da Ideen hat für irgendwelche geilen Kombinationen, aber jetzt nicht einfach schreiben, ey, Erdbeermarmelade ist geil, ist bestimmt geil, aber ich suche einfach coole Variationen. Wenn ihr jetzt sagt, keine Ahnung, Thymian, Oregano, Mango und Apfelsine. Das musst du mischen, das ist überkrass. Sowas. Also wie gesagt, gerne, wer keine Möglichkeit hat, auf den anderen Plattformen irgendwas zu schreiben, ihr könnt hier alles in die Kommentare bollern. Hier unten Rezeptideen, Marmeladenideen und natürlich auch, würde mich freuen, der eine oder die andere, die jetzt noch nicht auf Twitch aktiv sind, macht euch einen Account, kostet nichts, ist auf jeden Fall den Fernseher mal zur Seite, dieses Programm, was euch vorgegeben wird, ihr könnt auf jeden Fall dort, ihr habt auf jeden Fall eine realistischere Auswahl und einfach, macht euch einfach einen Twitch-Account, schaut doch mal vorbei. Ich dachte, Twitch kennt jeder. Nur weil man selbst da aktiv ist, muss es jeder kennen. Aber ich glaube, es gibt echt noch sehr, sehr viele Menschen da draußen, die Twitch noch gar nicht auf dem Schirm haben. Eine absolut krasse Alternative zum alten Fernsehen. Man kann interagieren, man kann schreiben. Auf jeden Fall vielleicht der ein oder die andere, die das jetzt hier sehen und noch keinen Twitch-Account haben. Schaut doch mal vorbei, lasst ein Follow da. Und wie gesagt, knallt die Kommentare voll. Rezeptideen, Marmeladeideen, dies, das, bum, bang. Wenn ihr jetzt kein Discord habt, ansonsten, wenn ihr auf Discord seid, die ganzen Links sind auch in der Beschreibung hier. Würde mich freuen, wenn wir uns auf jeglichen Kanälen treffen. Das war's zum Thema Twitch, Hood Cuisine, wie das Ganze bei mir entstanden ist. Ich für mich persönlich habe nach diesem Jahr sehr, sehr viel gelernt, habe mich noch mehr mit mir selbst auseinandergesetzt und habe da auf jeden Fall sehr, sehr viel rausgezogen. So in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns auf jeglichen Kanälen treffen und hoffentlich auch bald wieder real life auf einem astreinen Campingplatz oder irgendwo am Meer mit einem Erfrischungsgetränk in der Hand. Na, bin kurz abgeschweift. Auf jeden Fall, egal wo, virtuell oder real life, bleibt gesund, seid lieb und bis ganz bald. Ich bin raus. Ahoi.